Hallo und willkommen bei Wetterwissen was, dem Podcast von wetter.com. Ich bin Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. Wir sind aus der Sommerpause zurück und ihr könnt euch jetzt wieder jeden Freitag auf eine neue Folge mit spannenden Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt freuen. Den Anfang macht heute die Herbstprognose. Der September zeigte sich ja bisher noch ziemlich sommerlich. Kalendarisch beginnt der Herbst auch erst am 23. September. Geht es dann viel zu warm weiter oder erwarten uns regnerische und dunkle Tage? Alles dazu bespreche ich heute mit der Meteorologin Corinna Borau. Hallo Corinna. Hallo, also dunkel wird es auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Dunkle. Spoiler, es wird auf jeden Fall dunkler. Ich muss nur gerade so ein bisschen in mich reingrinsen, ja gut, ne? Ob wie viel Sommer, wie viel Herbst noch kommt, okay, aber dunkel wird es auf jeden Fall, ja. Ist dann die Frage, wie dunkel, ob die Sonne sich nochmal zeigt oder eher weniger, so war es eher gemeint, aber du hast recht, die Tage werden auf jeden Fall kürzer, aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Ja. Wenn Meteorologinnen wie du vom Herbst sprechen, welche Monate sind denn dann genau gemeint? Ja, wir haben immer das Problem, dass wir das eben anders machen als das, was im Kalender steht. Denn wir rechnen gerne für die Statistik eben in ganzen Monaten. So kann man auch die Jahreszeiten eben besser zusammenfassen. Und deswegen sprechen wir von den Monaten September, Oktober und November, auch wenn sich das Wetter sowieso nicht an irgendwelche Monatswechsel oder Kalendereinträge hält, wie wir wissen. Das heißt, wann beginnt denn der Herbst offiziell? Also offiziell, also kalendarisch bzw. astronomisch beginnt der Herbst mit der Tag- und Nachtgleiche. In diesem Jahr ist es der 23. September um 8.49 Uhr, um genau zu sein. Genau, ab da werden die Nächte wieder länger als die Tage sein. Da sind wir bei unserem Dunkelheitsthema. Leider. Ja, aber ich finde, man merkt es ja jetzt schon. Also ja. Ich bin heute Morgen auch irgendwie aufgewacht. Ich so, Mist, das ist ja dunkel. Also so. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und auch abends ist man ein bisschen überrascht. Oh, ja, genau. Das macht ja auch was mit der Natur, diese kürzeren Tage und dass es ein bisschen kälter wird. Was passiert dann genau? Also das sehen wir auch schon vorher, vor jetzt dem offiziellen Herbstbeginn, dass sich die Blätter jetzt verfärben, zu Boden fallen. Gut, manchmal hat man das Problem der Trockenheit zum Beispiel, aber daran merken wir schon, es geht in Richtung Herbst und auch die Zugvögel vor allem, die packen ihre Koffer. Also Gänse, Kraniche, Mauersegler zum Beispiel, die verabschieden sich jetzt schon und vor allem natürlich in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung Süden. Genau. Auch die Störche. Ja, vermutlich. Die Störche werden dann auch wieder wegfliegen. Ja, genau. Die haben wir auf Wettercom, haben wir Livecams mit Störchen. Die ist dann leer. Die kann man immer im Frühling und im Sommer sehr schön beobachten und die fliegen dann auch wieder weg. Ja, ich finde immer die Kraniche besonders, die sind natürlich besonders eindrucksvoll im Himmel mit ihren Formationen. Ja. Was ist denn so das normale Herbstwetter in Deutschland? Also im Herbst tut sich auf jeden Fall sehr viel. Eben auch wieder Thema Dunkelheit, die Sonnenscheindauer nimmt rapide ab. Und natürlich ist vieles auch von der Sonneneinstrahlung abhängig. Es kann zum Beispiel in den Nächten natürlich viel besser auskühlen. Tropennächte gibt es dann erstmal nicht mehr. Wir müssen eher in eine andere Richtung gucken, nämlich den ersten Frost. Den gibt es meist, zumindest in den Niederungen, erst im November. In den höheren Mittelgebirgstälern, in den Alpen natürlich auch schon im Oktober. Was im Herbst auch typisch ist, ist Bodenfrost. Also wenn es jetzt keinen Luftfrost gibt, 0 Grad und weniger in 5 Zentimetern Höhe. Das kann es auch schon bei klaren Nächten im September durchaus geben. Also sobald wir Temperaturen in 2 Meter von 5, 4, 3, 2 Grad haben, da kann das dann durchaus mal schon dabei sein. Und im Oktober zum Beispiel auch der erste Wintergruß, besonders natürlich auch in den Mittelgebirgslagen im Flachland ist das schwierig. Und wir haben eben auch noch große Kontraste, besonders wenn wir jetzt Anfang September mit Ende November vergleichen, was schon ziemlich weit Richtung Winter eigentlich geht. Anfang September ist noch eher so am Sommer dran. Wenn wir uns zum Beispiel Temperaturrekorde anschauen, da gibt es die Station in Jena, die auf jeden Fall sehr extrem da herausragt, weil sie sowohl den heißesten
Herbstwert hat, sondern und auch den tiefsten. Mal abgesehen, also fürs Flachland halt, Bergstationen, die Zugspitze brauche ich da nicht raussuchen. Und zwar wurden da gemessen am 3. September 1911, also sind sehr alte Rekorde, 36,5 Grad, also auch nochmal richtig heiß. Ähnlich wie wir es jetzt auch hatten. Also der September zeigte sich ja auch in diesem Jahr eher noch von seiner sehr sommerlichen Seite. Oder das absolute Gegenteil, 23. November 1858, da wurden, Achtung, minus 24,6 Grad gemessen. Minus kann man sich, 24 Grad? Das kann man sich noch gar nicht vorstellen. Nee. Ich habe es heute ja schon an anderer Stelle mal gesagt. Also ich freue mich ja fast schon, dass ich mal irgendwann friere. Weil jetzt immer so viel ins Schwitzen geraten ist. Also das zeigt einfach, was für eine Spanne es im Herbst noch gibt, weil sich da eben so viel tut. Und was natürlich im Herbst auch immer ein Thema ist, Nebel. Mit der schwächer werdenden Sonne auch das Thema Dauergrau, Dauernebel, also dass man wirklich den ganzen Tag oder sogar mehrere Tage im Grausitz, das haben wir hier gerade in München auch recht häufig, auch alle, die an der Donau leben oder auch an den Küsten, da gibt es auch sehr häufig, dass man wirklich Tage ohne Sonne hat. Und ich muss ja gestehen, das ist für mich der schlimmste Wetterzustand. Ich bin sonst sehr, ich mag die Abwechslung, und aber da muss ich wirklich sagen, ohne Sonne so lang, das finde ich eher eklig. Oder was ist so das im Herbst, was du nicht so magst? Ja, da sind wir uns ja einig. Ich weiß, da haben wir schon in mehreren Folgen darüber geredet. Ich kann, und das weiß erinnern, ich schon gar nicht mehr. Ich weiß es noch, dass ich letzten Frühling, als wir zusammen einen Podcast gemacht haben über die Frühlingsprognosen, dass ich davon geredet habe, dass es hoffentlich endlich heller wird. Ja, genau. Weil es geht am Anfang immer, auch im Herbst ist es gar nicht so schlimm, finde ich. Ich finde, im Herbst ist manchmal auch ganz gemütlich, wenn es regnet und so ein bisschen dunkel ist. Immer, und so. Wenn die Not größer wird. Sozusagen. Genau, am Anfang ist das kein Problem, wenn man noch aufgeladen ist mit der Sonne sozusagen. Genau. Aber je weiter man dann kommt, Richtung nächstes Jahr, auch Januar, Februar, da wird es dann immer dann schlimmer. Schwierig. Ja, dann ist auch Weihnachten rum. Da ist noch alles Glitzer und Lichter und na. Und danach ist dann so, okay. Und dann hat man das eben schon eine Weile. Und ich freue mich auch auf den ersten Sommertag und was weiß ich. Und jetzt denke ich mir, es reicht jetzt mit Sommer, ne? Das stimmt. Das Maß ist voll. Finde ich jetzt aber auch. Das reicht jetzt mit Sommer. Jetzt so ein bisschen gemütlicher Herbst und bunte Blätter. Freue ich mich auch schon drauf. Aber jetzt haben wir so oft darüber geredet, dass es dunkler und kälter wird. Und warum wird es eigentlich dunkler jetzt? Ganz einfach wegen dem Sonnenstand. Der wird immer niedriger und auf der Südhalbkugel dagegen werden die Tage länger. Und gleichzeitig haben wir es so, dass sich am Pol langsam kalte Luft sammelt. Da wird es ja dann irgendwann überhaupt nicht mehr hell. Und wenn da natürlich mal ein Teil von uns zu uns kommt, wird es richtig kalt. Am Mittelmeer ist es dagegen jetzt noch, da hält sich die Wärme natürlich länger, da ist es insgesamt wärmer. Und wenn die Luft zu uns kommt, dann wird es eben nochmal sommerlich. Und deswegen haben wir eben diese großen Kontraste im Herbst. Und die bauen sich halt sozusagen Schritt für Schritt ab, aber das dauert ein bisschen. Und gerade zwischen diesen sehr unterschiedlichen Luftmassen bilden sich dann eben auch wunderbar die ersten Sturmtiefs, die auch typisch für das Herbstwetter in Deutschland sind. Schauen wir doch mal in den Herbst vom letzten Jahr, 2022. Mhm. Wie war der denn so? Ja, der war auch herausragend. Drittwärmster seit Messbeginn 1881. Und auch da hatten wir es ähnlich wie in diesem Jahr Anfang September noch hochsommerlich. Da wurden 32,3 Grad in Kleve gemessen am 5. September. Danach wurde es kühler und der September war sogar dann eher unterdurchschnittlich. Der Oktober, der brachte uns dann aber auch nochmal Spätsommerwetter, und das sogar zum Monatsende. Also das war wirklich ein sehr goldener und warmer Monat. Da wurden am 28.10., also noch nie war es so spät, so warm im Oktober, 28,7 Grad in Mülheim gemessen. Also auch das herausragend, ob man das jetzt positiv bewerten will, sei dahingestellt. <Weiß ich nie. lacht> Wir sagen, wir haben genug vom Sommer und dann kann er noch bis Ende Oktober gehen.
Genau, und auch der November war sehr mild. Da gab es erst am 20. den ersten Wintergruß in den höheren Lagen. Also der letzte Herbst war auf jeden Fall sehr warm und eher sommerlich statt herbstlich. Ja. Hat der Herbst sich in den letzten Jahren dann schon verändert? Also war er früher nicht ganz so warm? Also erinnert oft eben noch an den Sommer. Wir wissen ja, dass sich eben der Sommer quasi immer weiter ausdehnt. Er startet immer früher, er geht immer länger. Wir haben eben wie letztes Jahr dann noch so spät solche Temperaturrekorde. Warm, golden und trocken, eben aber auch die hartnäckigen Nebellagen, die bleiben uns trotzdem auch im Herbst erhalten. Und auch der allererste Herbststurm und den ersten Schnee, auf den kann man sich meist verlassen, dass sowas passiert. Ja. Dann schauen wir doch jetzt mal auf das, was uns am meisten interessiert tatsächlich, nämlich auf die Vorhersage für den diesjährigen Herbst. Was sagen denn die Langfristmodelle für die Monate September, was ja schon fast vorbei ist, also dann für ab dem 23. September sozusagen, Oktober und November, was können wir beim Wetter erwarten? Also wie du sagst, der September ist ja schon zur Hälfte jetzt um. Er war eben sehr warm. Das europäische Modell sieht das auch insgesamt so, auch eher trocken. Gut, es gab jetzt auch viele, viele sonnige und trockene Tage. Also es wird wohl weiterhin eher überwiegen mit kurzen, wechselhaften Phasen. Oktober und November sieht das europäische Modell auch zu warm, aber eher leicht zu nass. Das spricht für Tiefdruckeinfluss. Die Tiefs, die zapfen dann eher die milde Luft vom Atlantik oder aus dem Südwesten an. Aber es ist eben sehr wechselhaft und so ein Tief kann dann natürlich auch mal etwas kräftiger ausfallen, stürmisch sein. Das amerikanische Modell sieht auch den September ähnlich, also da erwarten uns keine großen Überraschungen. Oktober und November etwas trockener als das europäische Modell, würde für ein paar mehr goldene Oktobertage zum Beispiel sprechen, als das europäische Modell. Das sieht den November dabei extrem mild, also deutlich zu warm und das würde es schwer machen für einen ersten richtigen Wintereinbruch. Also Schnee und Frost sieht dann eher schlecht aus oder schlecht, also eher nicht danach aus, würde ich sagen. Vermutlich wird es sich eher auf die Mittelgebirge und Alpen konzentrieren. In der Niederung sehe ich dann jetzt aufgrund der Prognose für November eher ein größeres Fragezeichen. Aber ich meine, dass wir hier regional mal eine frostige Nacht kriegen, das kann durchaus auch mal drin sein. Aber jetzt, ich würde es mal nicht sagen, flächendeckend in ganz Deutschland, dass wir irgendwie einfrieren und eine Schneedecke haben. Danach sieht es nicht aus. Und extreme Sommertemperaturen? Also kannst du noch mal 30 Grad im Oktober haben? Ja, da stehen ungefähr die Rekorde im Oktober. 30,9 Grad gab es 2009, Anfang des Monats. Also es ist zwar selten, aber nicht unmöglich. Zumindest würde ich mal sagen, über 25 Grad ist durchaus noch mal drin, kurzzeitig, ja. Also schon noch mal warm. Wie sieht es dann mit dem Extremwetter aus? Müssen wir uns da auf irgendwas einstellen im Herbst? Es kann es natürlich auch geben. Also die Sturmtiefs können natürlich wirklich auch mal Orkantiefs werden. Was es auch mal häufiger gibt, gerade jetzt, wo das Mittelmeer so warm ist, wenn wir so ein Tiefdruckgebiet südlich der Alpen haben, dass wir irgendeine Dauerregenlage haben, die im Herbst auch mal extrem ausfallen kann, also Hochwasser oder eben auch die Sommerwärme. Ich finde, irgendwas zwischen 25 und 30 Grad finde ich auch im Oktober extrem. Das schließe ich damit ein. Ja, wie du schon gesagt hast, im Herbst beginnt ja die Sturmzeit. Wieso eigentlich immer im Herbst und können wir heftige Stürme erwarten, also noch heftiger als sonst? Das kann ich nicht sagen, zumindest nicht für Deutschland, eher so für das Mittelmeer. Wir hatten es ja jetzt vor kurzem erst, wir haben da früh in diesem Jahr große Hitze gehabt. Das Meer ist auch extrem aufgeheizt und kommt dann ein kräftiges Tief, was dann vielleicht eher so im Oktober auch noch kältere Luft aus Nordeuropa anzapft, dann kann es richtig übel werden. Da gibt es dann auch ähnliche Bilder mit Überflutung oder so, durchaus möglich. Auch ein Medicane ist nicht ausgeschlossen. Es ist ein Hurricane im Mittelmeer, der dann so ein Auge entwickelt. Also da kann man eher sagen, haben wir auch schon häufig gesagt, dass wenn die Wassertemperatur da so extrem ist, dass es dann im Herbst, dass dann eben auch extreme Unwetter folgen. Was bei uns passiert, warten wir es ab.
Dann machen wir ja auch immer Bauernregeln zu jeder Jahreszeit und eigentlich gibt es ja Bauernregeln fast in jedem Monat. Ja. Gibt es auch zum Herbst spannende Bauernregeln, die uns irgendwas Natürlich. Schon so ein bisschen anzeigen können? Natürlich, für den Winter zum Beispiel. Da gibt es, wenn es im Oktober friert und schneit, bringt der Jänner milde Zeit. Jänner ist ja der Januar und wie viele Regeln im Oktober bezieht sich das auch auf die folgende Winterwitterung und ein Oktober, dessen Mitteltemperatur mindestens 1,5 Grad unter dem Klimadurchschnitt liegt, was ja ziemlich sehr, sehr selten passiert. dann gibt es mit einer 66-prozentigen Wahrscheinlichkeit einen milden Januar danach und mit sogar 75% dann sogar noch einen milden Februar on top. Aber wie gesagt, ein zu kalter Oktober ist sehr unwahrscheinlich. Das, also vielleicht dann ein kalter Winter, wenn diese Bauernregel stimmt. Ja, genau. Wenn man es umdrehen darf, das ist dann wieder das andere. Ne? Ja. Aber wir hatten das Thema schon Nebel. Viel Nebel im Oktober, viel Schnee im Winter. Das ist die zweite Bauernregel. Und es ist wohl auch so, dass ein nebelreicher Oktober einen schneereichen Winter begünstigt. 60% ist die Wahrscheinlichkeit. Gut, das ist jetzt nicht herausragend. Aber auf einen warmen und sonnenscheinreichen Oktober kann eben ein kalter Winter folgen. Na, passend dazu sind die Hochdrucklagen im Oktober, dass es eben lange Nebel gibt. Und Volltreffer gab es zum Beispiel 2010. Da war der Oktober auch eher golden. Und wir erinnern uns, 2010 gab es überall in Deutschland das letzte Mal weiße Weihnachten. Also vielleicht. Aber es sind nur 60%, also genau. Bisschen mehr als Münzwurf, genau. Aber immerhin. Dann haben wir noch eine für den November. Friert im November zeitig das Wasser, wird es im Januar umso nasser. Also ein früher Wintereinbruch bedeutet nichts Gutes für die restlichen Wintermonate. Also haben wir extrem viel Frost in den ersten 10 Tagen des Novembers. Dann ist es im Januar eher mehr Regen als Schnee. Und das sogar in 3 von 4 Jahren. Also gar nicht so schlecht von der Wahrscheinlichkeit. Und das wären die Top-Bauernregeln für den Herbst. Ja, spannende Bauernregeln. Ja. Also werde ich so gut es geht beobachten, auch wenn wir auch jedes Jahr jedes Mal sagen, wir versuchen es und dann vergessen wir es zu beobachten. Aber das mit dem warmen Oktober oder warmen Herbst, dass es dann einen kalten Winter gibt, das werde ich mir mal genauer anschauen. Gut. Dann haben wir jetzt ja auch schon drüber, du hast schon erzählt, wie sich der Herbst in den letzten Jahren verändert hat. Jetzt gibt es ja auch den Klimawandel, der unser Wetter weiterhin jedes Jahr verändert. Was kommt denn da in den nächsten Jahren noch auf uns zu? Also ich denke mal, es wird einfach extremer. Wir wissen ja auch, dass es gibt ja Berechnungen, dass wir auch in Deutschland eher Mittelmeerklima haben. Gut, wir haben jetzt bei uns nicht ganz so viel Meer drumherum, was sich auch noch aufheizen kann. Deswegen kann man es nicht komplett vergleichen. Aber natürlich werden uns dann auch mehr Unwettertiefs erreichen. Stichwort Hochwasserlagen zum Beispiel. Aber auch Wärme beziehungsweise dann Hitze. Also es wird bestimmt dann weitere Rekorde geben, dass wir wirklich auch noch im September mit Hitze, vermehrt mit Hitzewellen zu tun haben. Und es ist auch eben im Oktober wird es dann vielleicht auch mal wirklich über 30 Grad irgendwann mal geben. Also zumindest für den Anfang vom Herbst ist das dann eventuell auch noch ein Thema, genau. Der Herbst könnte sich also verabschieden sozusagen. Ja, der Sommer dehnt sich einfach weiter aus, der Winter fällt dann aus und dann gibt es irgend so ein Herbst-Frühlings-Gemisch in den Wintermonaten vielleicht. Das ist jetzt nur, dann ganz andere Jahreszeiten. Das ist jetzt nur ganz lapidar, aber ja gut, wenn man ans Mittelmeer denkt, da gibt es jetzt auch nicht unbedingt Schnee bis ganz runter. Es ist eher selten. Ne? Es ist eher eine Schlagzeile. Ne? Wenn irgendwie die Akropolis im Schnee ist. Ne? Ja. Das stimmt, das ist eher selten. Ja. Aber passiert ja auch noch, wenn da von ganz Norden mal was runterkommt. Genau, also das müssen wir nicht komplett alles abschreiben, aber ja. Dann gehen wir jetzt vom Klimawandel zurück zum aktuellen Herbst. Wir haben ja jetzt schon mehrfach drüber geredet. Es wird dunkler, kälter und wir sind beide nicht begeistert davon.
Was sind denn jetzt gute Aktivitäten, um nicht vollkommen in Herbstblues zu verfallen und zu sagen, oh, ich will gar nichts mehr machen? Also was für mich im Herbst auf jeden Fall dazu gehört, ist Wandern und lange Spaziergänge kann man dann auch endlich wieder machen. Denn endlich sind dann die Temperaturen hoffentlich angenehmer, wenn es nicht wieder irgendwie über 25 Grad gibt, dann wird mir das auch zu schwer. Die Natur wird bunt, das ist sowieso erstmal schön, jetzt zumindest, sagen wir mal, September, Oktober, im November, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, da geht es auch, auch eher Richtung Winter. Also das sauge ich immer noch gern in mich auf, bevor die Bäume dann kahl sind und es dunkel und neblig ist. Und meistens geht es irgendwann im Herbst auch nochmal für mich in die Berge, was einfach die schönste Zeit ist, also zum Beispiel in Südtirol. Und ja, ansonsten liebe ich es auch wieder mehr zu kochen und zu backen im Herbst, denn bei der Sommerhitze stehe ich auf jeden Fall nicht ganz so gerne in der Küche. Und was machst du denn gerne im Herbst oder was verbindest du damit? Ja, auch tatsächlich, also ich lese ja auch gerne viel und das mache ich dann nicht mehr irgendwie draußen im Park, sondern da kann man dann auch mal drinnen sitzen und sich irgendwie eine Kerze anzünden und nach draußen gucken und es regnet. Das genau, kann ja das schon sehr gemütlich sein. Ja, das stimmt. Und dann auch wandern finde ich echt schön im Herbst, aber was ich noch mehr mache, ist tatsächlich ist auch kochen. Also so, weiß nicht, so Kürbiscurries oder sowas. Ja, dann, Kürbis ist jetzt, genau. Das jetzt ist dann der schon, ja genau, ja. Kürbis oder japanische Curries oder irgendwie so eben so herbstliche Gerichte, die man gar nicht essen mag, so richtig im Sommer, wenn es so ja, heiß ist. Ja, ja. Genau. Ich, die dann so warm und deftig sind, so ein bisschen. Die letzten Wochen, okay, was kann ich kochen, was wenig Herdbackofen braucht und mich auch nicht irgendwie ins Schwitzen bringt. Genau. Ja. Genau, das ist dann das im ist dann Herbst egal. Irgendwie schöner. Ja, das ist schön. Und das ist auch einfach sehr gutes Essen, was es dann halt gibt. Ich mag auch Kürbisse sehr gern. Ja. Und so. Und Halloween ist ja dann auch, das ist auch immer schön. So Halloween-Partys oder sowas und so ein bisschen spooky. Ja, yeah. Okay. Also da kann man schon schöne Sachen auch aus dem Herbst rausziehen. Genau, das stimmt. Und für spooky ist ja Nebel und Dunkelheit ganz gut. Das stimmt, dafür ist es dann ganz gut. Das finde ich ist auch ein gutes Schlusswort. Der Herbst hat auch sein Gutes. Genau. Vielen Dank, Corinna, für deine Zeit. Immer wieder gern. Dann auch für euch bis zum nächsten Mal bei Wetterwissen was. Dann gibt es wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum Klima. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl da.